Liebe Frau Niesteuer, Steinwallen. Wir sind am Fuße der Zwergenfestung und Merkwürdiges geht hier vor. Trolle und Kobolde haben sich eingenistet. Tatuk spielt eine Rolle. Die Trolle werden angeblich intelligenter. Sie wollen mit uns im Frieden leben. Wir glauben das nicht so richtig. Unsere Leute sind extrem skeptisch und hier stehen schon die ersten feindlichen Kobolde vor uns. Ja, die wir jetzt einfach angreifen werden. Ganz klassisch, würde ich mal sagen. Machen wir das mal. This will hurt. I grant you. Bin mal gespannt, wer da alles gegen uns jetzt agiert. Ja. Alchemisten, Untergangsprophet. Das ist alles unangenehm. So, die müssen natürlich näher kommen. Aber die sind keine wirkliche Gefahr, glaube ich, wenn wir nah rankommen. Also lasst uns möglichst schnell da rankommen. Und zwar direkt auch mit Amiri. Ran an den Alchemisten und sowas alles. Und Valerie geht hier nach vorne. Und ich glaube, wir sollten mit den Fernkämpfern nicht gegen die Plänkler kämpfen, sondern hier gegen diese Zauberer. So. Ja. Macht ihr den Ansturm jetzt? Ja, dauert bloß seine Zeit da hinten. Auch noch ein Scharfschütze, mit dem wir umgehen müssen. Naja, mal gucken. Eieiei, Donnerruf. Unschön. So, jetzt kommt der erste Ansturm. Sehr schön. Amiri kommt. Oh, gleich der erste ist gleich erledigt. Sehr gut. Amiri folgt. Schade, ein Fehlschlag. Ja, mach mal den Alchemisten. Als nächstes, bitte. Was ist hier mit dem Hund? Ah, das sind nur Scharfschützen. Da gehen wir mal so ran, ja. Eieiei. Diese blöden Bomben und sowas. Da müssen wir... Den müssen wir schnell erledigen. Ja, genau. Harem, du gehst auch nach vorne. Das ist gut. Bevor der jetzt seine... Oh, verdammt. Den müssen wir doch erledigen, bevor der nächste Bombe zieht. Ja, das ist auch gelungen. Amiri hier den Ansturm. Ah, unser Hund hat auch... Gut. Geschafft. Wartet, mein Freund, unterbricht dich Ekun. Kargat ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Auf dem Boden, im Gras, auf diesen Felsen. Alles ist von seinem Gestank getränkt. Wer ist Kargat? Ich muss euch von ihm erzählen. Ihr müsst vorbereitet sein. Das wird kein einfacher Kampf. Was wollt ihr mir erzählen? Ekun atmet hörbar aus und sammelt seine Gedanken. Felstrolle sind stärker und brutaler als normale Trolle. Kargat ist der stärkste von ihnen. Wir haben gekämpft. Er hat ganze Gebäude mit bloßen Fäusten zertrümmert, hat Menschen einfach in Stücke gerissen. Als wir kämpften, schlug er mich einfach zur Seite. Es war, als wollte er eine lästige Fliege vertreiben, die ihn getriezt, aber kein bisschen verletzt hatte. Lasst euch von seiner Schwerfälligkeit nicht täuschen. Er kann sehr schnell sein. Ich werde nie vergessen, wie ich durch die Luft auf einen Zaun zuflog, dann ein Schlag gegen den Kopf und Doppelbilder vor den Augen, unfähig aufzustehen oder den Bogen zu heben, der Geschmack von Blut im Mund, hilflos. Ekun blickt stumm und traurig in die Ferne, sein Gesicht ist eine Maske aus Stein, demselben Stein, aus dem auch der Troll besteht, von dem er berichtet. Woher kanntet ihr seinen Namen? Die Trolle brüllten ihn als Schlachtruf, wie eine Hymne. Kargat, Kargat, Kargat. Das brüllten sie, als er die Mauern unserer Häuser zerschmetterte, als er mordete. Es war Kargat, der eure Familie getötet hat? Ekun verzieht sein Gesicht zu einer schmerzhaften Grimasse. Solltet ihr nicht alle Details kennen? Ja, ich glaube, die Frage ist falsch formuliert. Ich glaube, es geht darum, dass er in Frage stellt, ob wir wirklich alle Details kennen müssen. Ja, ich ziehe es vor, alles über meine Reisegefährten zu wissen. Er hat meine Verteidigung weggefegt und die Mauer unseres Hauses eingerissen. Er packte meine Frau Amanda und biss ihr den Kopf ab. Dann warf er ihren Leib einfach weg. Clarissa hat geweint. Da hat er sie einfach zertreten. Obwohl es ihm offenbar schwerfällt, diese Geschichte zu erzählen, erkennst du eine gewisse Erleichterung in Ekuns Stimme.
Danke, dass ihr mich dazu gebracht habt, alles zu erzählen, das habe ich gebraucht. Die Schreckenstaten dieses Monsters sind in der Tat fürchterlich. Wir werden der Gerechtigkeit Genüge tun, sagt Valerie. Ach, wie ich sie beneide. Ihr Schmerz ist vorbei, doch der unsere geht weiter, sagt Harum. Warum hat euch der Troll am Leben gelassen? Erkun zuckt mit den Schultern. Weil er in Eile war. Die Nacht neigte sich dem Ende zu. Bei Tagesanbruch verwandeln sich Felstrolle in den Stein, aus dem sie geboren wurden. Sonnenlicht ist ihr schlimmster Feind. Kargat weiß das. Aha, ja gut, dann sollten wir uns hier nicht nachts bewegen, oder was? Also fassen wir zusammen. Was wissen wir über diesen Kargat? Kargat ist ein Felstroll, das heißt, er ist größer und stärker als normale Trolle. Feuer und Säure töten ihn zwar nicht, können ihn aber immerhin verletzen. Seine Schwäche ist das Licht der Sonne und er hat keine Lust, zu Stein zu erstarren, knurrt Ikun. Der Kerker verleiht ihm Kraft. Der Stein selbst heilt seine Wunden. Der Kampf wird in seinem Reich ausgetragen. Ach so. Vermutlich werden wir ihm sowieso nicht begegnen. Und der Sonnenlicht. Aber das ist die Art, um ihn zu töten. Danke, dass ihr mir eure Geschichte erzählt habt. Ich denke, wir können Kargat besiegen. Er nickt. Ihr führt uns in die Schlacht. Danke, dieses Monster darf nicht überleben. Tja. Ja. Kargat töten. Es wird Zeit, diesem Unhold sein dreckiges Maul zu stopfen. Wir wissen nun, wo Kadak steckt. Unsere Vergeltung kann beginnen. Okay. Ja, jetzt ist nur die Frage, kämpfen wir wirklich nicht außerhalb jetzt mit ihm? Also dann würde sich es möglicherweise lohnen, jetzt hier noch abzuwarten, bis der Tag anbricht. Kann man eigentlich auch einfach nur warten oder muss man immer lagern? Na, wir gehen mal noch ein bisschen weiter. Mal gucken, wie die Zeit so vergeht. 3.43 Uhr. Zeit geht ja gar nicht voran. Naja, plündern wir erstmal. So, was haben wir denn hier? Gold nehmen wir, Schriftrolle nehmen wir, das ist wertvoll, nehmen wir. Okay. Weisheit. Gut. Soweit ist mal alles eingesammelt. Das sind jetzt die Burgmauern. Wir gehen hier oben erstmal nochmal gucken. Vielleicht gibt es ja doch noch einen. Sie sind aber sehr mächtig. Wenn ich mir vorstelle, die kleinen Zwerge haben das gebaut. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit, irgendwie zu infiltrieren. Ja, hier gibt es zumindest eine Möglichkeit, sich was anzugucken. Das robuste Mauerwerk der Zwerge ist mit Moos bewachsen und an einigen Stellen brüchig. Ja. So, ich hoffe, Kargat steht jetzt hier nicht direkt vor dem Tor. Aber er sprach ja von irgendeinem Kerker, ne? Ein Trollhund. Zwei Trollhunde. Mit denen haben wir schon mal gekämpft. Magische Bestie, aber die sind... Die haben Säure und Feuer. Ach nee, mit Säure und Feuer können wir ihre Regeneration entfernen. Alles klar. Gut, ich würde mal sagen, den Kampf werden wir führen in klassischer Weise. Wir gehen aber gleich mal auf Säure. Mit Waylon. Sehr cool ist, dass Amiri halt auch ihre Säuren-Nahkampfwaffe hat. Das ist sehr, sehr hilfreich. Was ist mit... Warum geht... Achso, Waylon muss näher ran wegen seinem Säurekram. Ich hoffe, das ist jetzt nicht Kargat. Nee, das ist ein normaler Troll. So, Valerie, bitte mal vorne ran. Harum hier. Amiri da. Hundi auch da. Ne, Amiri vielleicht auch hier. Mal gucken. So. Und oh, die regenerieren ja relativ viel. Obwohl, das geht alles. Das geht. Hund kann da ran. Harum kann hier ran. Und Amiri... Ah, der blöde Troll geht gegen den Hund. Kannst du da vorbei
Stürmen, ja, das geht. So, der erste Trollhund ist erledigt. Waylon, lasst uns erstmal noch den anderen hier erledigen. Strike. Der ist nämlich noch nicht ganz tot. Harum geht hier weiter. Ja. Sehr schön. Der regeneriert bloß immer noch. Wir müssen jetzt mal mit dem Säuresprit. Achso, man könnte auch mit Amiri einfach nochmal raufhauen. Jawohl. Hallo, gehst du jetzt mal tot? Jetzt. Genau. Ihre Säurewaffe hat's gemacht. So, wir können den Troll, die Trollhunde auch noch häuten. Was ist das denn? Ein Hauerwasseraustern? Krasse Sachen hier zum Kochen. 184, die sind extrem wertvoll. Wie kommen die denn eigentlich hierher? So, hier ist vermutlich der Eingang. Gucken wir uns das mal kurz an. Kommen wir da einfach so rein? Ja, die Tür ist auf. Naja, bevor wir da reingehen, schauen wir uns natürlich den Rest des Geländes an, weil man kommt hier noch hoch. Ah, sowas ahnte ich doch schon. Oh, 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 oh. Wachposten an der anderen Seite. Bitte mal stoppen, ihr Lieben. Ja, das sind aber nur normale Wölfe und ein normaler Kobold. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Beziehungsweise bleibt erstmal. Naja, Valerie. Nee, wir machen normalen Fernkampf. Ohne Säure. Don't hold back! I'm open to your orders. Adventures call to them. Their life ends here. Und jetzt bitte nach vorne. Sehr cool. So. Amiri, kannst du bitte hier vorbeigehen? Du greifst hiermit an. Das war's. Okay. Das ging sehr schnell. So, was finden wir denn hier noch? Wir haben auf jeden Fall irgendein kleines Versteck gefunden. Oh, ein alter Zwergenthronschlüssel. Das könnte noch hilfreich sein. Häuten wir das noch, nehmen das noch mit. Hm. Und Splitter der Armschienen des Ritters. Follow if you dare. So. Hier geht es. Hm, sieht aus, als würde das auch einen. Schaut mal, als hier ist doch ein Tor, Leute. Das wird sich nochmal irgendwann öffnen, vermutlich, wenn wir von innen kommen. Aber das ist doch mit Sicherheit irgendein Eingang. Oder können wir das hier gleich enttarnen? Also, erzählt mir nichts. Das ist ein Ein- oder ein Ausgang. Vielleicht irgendeine Abkürzung. Interessant, Leute. Interessant. Wir gehen erstmal hier hoch. So. Ah, hier ist ein Bug. Wir können hier mit Athletik irgendwie agieren, aber uns wird nicht angezeigt, mit welcher Schwierigkeit. Hm, schade. Ich hoffe, es wird dann richtig berechnet, wenn wir es dann versuchen. Aber ich denke, das ist mit Sicherheit die bessere Variante, als jetzt hier vorne reinzugehen. Die Frage ist, wer ist denn jetzt unser Athletiker? Ich vergesse es immer wieder. Ich glaube, Amiri ist die Beste. Und das könnten wir sowieso mal machen in dieser Situation. Heldenmut, das sollte ausreichend lange halten auf Amiri. Das kann sie sowieso gut gebrauchen. Und dann werden wir mal die Probe machen. Und ich hoffe, das stürzt jetzt uns nicht ab, weil das hier so komisch verbuggt ist. Done. Okay, wir sind drin. Und was sehen wir? Ach du Schreck. Du siehst den Kobold-Schamanen, den du kürzlich auf dem Waldweg getroffen hast. Wie es scheint, haben er und seine Horde das Versteck der Trolle erreicht. Warte mal, den haben wir doch erledigt. Oder ist das Tatuk? Vermutlich ist das Tatuk, ne? Kobold-Flammenschamane Garasuk, Grüße. Oder war das noch ein anderer? Hm, ich weiß nicht.
Der Kobold streckt seine Hand aus und starrt eine der Trollwachen an. Üsse. Mardagulp, Gnarkarat. Ach so, doch, warte mal. Wir hatten noch mal tatsächlich Kobolde getroffen. Ich erinnere mich. Das war irgendwo in so einem Lager. Naja, wie auch immer. So, der Troll antwortet, was auch immer. Wir können das nicht verstehen. Troll, Bargar noch nicht sprechen wie Borba, sagt der zweite Troll und tritt nach vorne. Bargar neu, kommen erst gestern. Er bückt sich und berührt vorsichtig die Hand des Kobolds. Troll, Kobold kann gehen, Trobold, Heimat, verkündet der Troll und lässt die Kobolde eintreten. Aha. Na toll. Und wir stehen jetzt hier. Ist das jetzt so ein Riesenvorteil, dass wir hier stehen? Frage ich mich gerade. Ich meinte, wir wären jetzt hier reingekommen und wären in die gleiche Situation gekommen. Erscheint mir jetzt ein bisschen komisch. Wir haben nochmal ein Seil, das ist immer gut. Und nochmal Zwergenhelmsplitter. Aber ansonsten, ich weiß nicht, sieht das jetzt hier nach irgendeinem heftigen Kampf auf dem Innenhof aus. Bloß, dass wir von der Seite kommen. Da ist dann sogar noch eine Falle dabei. Unschöne Situation. Gut, sonst wären wir hier unten reingekommen. Vielleicht hätten wir hier halt unten noch einen Kampf gehabt. Das könnte die Variante sein. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann werde ich mal Waylon in Heimlichkeit stecken und dann soll er mal heimlich daran gehen und diese Falle da entschärfen. Oh nein! Wollte mir jetzt... Das ist doch... Also bitte. Was hat er denn gewürfelt? Na, eins hat er gewürfelt. Ja, toll. Und nun? Ja, okay. Dann lasst uns mal hier was umwandeln. Magritium Turinois. Großartig. Großartig. So. Oh, ein bisschen leichte Wunden heilen. Das war lustig. Okay, Waylon. Bei Waylon ist leichte Wunden heilen tatsächlich noch eine Option. So, damit ist er fast wieder dabei. Und jetzt müssen wir uns überlegen. Jo. Ich meinte, das scheint jetzt keine große Sache zu sein, ne? Hoffe ich zumindest. Ja, machen wir unseren üblichen Kram. Wir können uns aber schon mal so positionieren, dass es auch sinnvoll ist. Der Hund vielleicht auch noch hier unten hin. Und die Fernkämpfer stehen hier oben. Nee, Amiri muss auch runter. Okay. Ja, und dann machen wir direkt mal den Auftakt. Wir erledigen gleich mal einen Trollhund, würde ich sagen. Waylon muss ja dann wieder mit Säure agieren, aber wir starten einfach mal mit der Armbrust. Bin mal gespannt, ob das jetzt komplexer wird. Mal sehen, gegen wen wir hier antreten. Troll, Troll, Troll. So, der ist direkt gleich fertig. Ja, Trollhund, zwei Trolle, zwei Trollhunde. Sollte jetzt erstmal kein Problem sein, würde ich es jetzt mal auf dem ersten Blick so sagen. Waylon, du jetzt bitte in Richtung Säure. Okay, der muss bloß noch getroffen werden mit der Säure. Ja. Hundi bringen wir hier schon mal ein bisschen näher. Ah ja, Waylon kann jetzt mit der Säure hier weitermachen. Und ja, das ist perfekt. Amiri halt wird jetzt den Ansturm machen. Und der Hund, ja, vermutlich zu nah dran, ja, wird einfach normal angreifen. So, und dementsprechend wird... Ach nee, sie hat ja die Säurewaffe. Insofern kann Waylon hier weiter die Säure wirken.
Ja. Wahnsinn. So, irgendjemand was Böses abbekommen? Sieht nicht so aus. Amiri macht weiter hier hinten. Okay, und da fallen sie alle. Bloß hier müssen wir nochmal richtig treffen. Mit Säure. Damit er auch stirbt. Eieieiei. Es geht weiter. Es geht weiter mit mächtigen und gebrandmarkten Trollen. Achso, die hätte man auch mit Feuer bekämpfen können. Nicht, dass jetzt hier mehrere... dass immer nacheinander mehr rauskommen. Das wäre schon so ein bisschen skurril. Harem hatten wir jetzt gar nicht im Einsatz. Ja, das ist eben so. Waylon macht perfekt weiter. Das klappt ganz gut. Wir können vielleicht jetzt mal Lied des Mutes anstimmen. Und Harem... ja, wir lassen erstmal hier wieder schön gegen Valerie gehen. Das passt perfekt. Wir machen hier den... ah, geht wieder kein Ansturm. Amiri vielleicht? Das geht. Sehr schön. Ja, sehr gut. Harem kommt hier auch mit. Waylon kämpft dort. Das passt. Was ist denn das für ein komisches farbliches Symbol? Gut, auf jeden Fall geht's uns, wie es aussieht, noch ganz gut. Was war das denn? Ach, heulen? Willensrettung? Erschüttert. Oh, das ist natürlich unschön. Das macht der Trollhund? Das macht, glaube ich, der Trollhund. Oha, okay, als nächstes wirklich Konzentration da auf den Trollhund. So schnell. Was ist mit... was macht hier Waylon? Was ist mit dem los? Der ist verängstigt. Der ergreift die Flucht. Das kann doch nicht wahr sein. Waylon Funkelstein. Geh an deinen Platz. Wartet mal. Wir haben doch irgendwie Furcht bannen. Furcht auslösen, Furcht bannen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht oder ob das zu spät ist. Aber das ist natürlich jetzt total lästig. Und Waylon hat jetzt irgendwas... ist er in eine Falle reingelaufen oder was ist hier passiert? Ah, Mensch. Auf jeden Fall ist er umgekippt. So. Die Gegner haben wir aber eigentlich im Griff. Lindsay wirkt jetzt den Zauber. Was macht Amiri? Okay, Waylon scheint wieder am Start zu sein. Furchtbar scheint geklappt zu haben, wie es aussieht. Und auch der Troll fällt. So, es kommt keine weitere Welle mehr. Dann haben wir das erstmal geschafft und müssen mal sehen, wie wir hier weiter vorgehen. Erstmal ein bisschen heilen, aber im Prinzip würde ich sagen, ging es, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.